Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in dieser zweiten Mission von der deutschen Kampagne angekommen und wir müssen hier die Nachschubrouten freiräumen. Allerdings haben wir hier unten das schon erledigt. Und wir haben hier die deutschen Häfen hier. Deutscher Hafen, genau. Und wir müssen hier die Nordroute mit unserer heftigen Armee. Also mit unserer heftigen Marine müssen wir hier die Nordroute befreien. Da würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Um unsere Erfolgschancen gegen die Briten zu verbessern, haben wir eine Geheimmission in England genehmigt. Lassen Sie ein U-Boot, eine Werft oder ein Dock in Großbritannien ansteuern und einem Geheimagenten eine kodierte Botschaft überbringen. Er weiß, was zu tun ist. Aha. Bringen Sie ein U-Boot zu einem englischen Dock oder Hafen. Um den dort wartenden Spion ein Zeichen zu geben. Okay, das mache ich hier nach. Ich mache jetzt erstmal hier die Sachen kaputt. Gut, hier drauf, da los. So, liebe Leute. Ach du Scheiße. Die gehen aber schnell kaputt. So, die U-Boote, die machen auch ihren Dienst. Ach du Heilige. Okay, hier drauf dann. British Navy, ja, ja, British Navy. So. Los, Leute. Ganz genau. Hallo? Hallo? Die Flaggschiffe. Ja, die können natürlich nicht auf Schiffe schießen, ne? Ist klar. Aber hier oben sind halt auch keine Flugzeuge. Das ist eigentlich sinnlos, dass ich die hier mit hab. Aber gut, Leute. Die haben wir erledigt. Würde ich sagen, facht mal alle hier runter. Genau, Leute. Und dann würde ich mal sagen, jo, hoffe ich, dass euch das hier gefällt. Schaut mal hier, wie die hier die alle abballern. Und jo. Freut mich, dass ihr mir wieder dabei seid und immer noch dabei seid bei Empire Earth. Und ja, wir nehmen hier weiter die Briten auseinander. So, die U-Boote mal ein bisschen verstärken hier. Auch diese Kriegsschiffe hier. Wir haben genug Ressourcen, das ist eigentlich ziemlich geil. Und die Flaggschiffe auch, komm. Ah, ich habe gerade eben gesagt, wir haben genug Ressourcen, ja klar. So, Leute. Och nö, was soll das denn? So. Dann schießt das mal kaputt da oben, los. Och nö, jetzt hat er da unten wieder ein Schiffchen da hingepackt. Auf die Südroute, okay. Gut, Leute. Ach, das Schiff, das ist sogar hier. Ahahaha. Diese neue Anlage kann den britischen Funkverkehr abhören. Ah. Damit können wir britische Flottenmanöver verfolgen. Ah, sehr gut. Der Bürger hier ist fertig mit dem Leuchtturm. Genau, wir haben einen Leuchtturm gebaut. Und ja, somit haben wir das Ding. So, Leute, Stein und Holz. Ja, allerdings, ja, soll der mal kommen. So, wo haben wir denn jetzt hier die Briten? Den britischen Hafen, Leute, mit dem Spion. Da soll doch ein Spion irgendwo sein, ne? Gut, dann schießt sie kaputt los. Alles klar, Leute. So, U-Boote, Schiffe platt machen. Oh, der hat auch U-Boote. Uiuiuiui, der hat auch U-Boot. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, das sind aber ganz schön viele. Das sind viele, Leute. Das sind echt viele. Ja, das ist heftig, Leute. Aber nicht schlimm. Bomber, Penner. Ach du Heilige, die ganzen U-Boote sind alle schon weg. Ja, okay, Leute. Okay, ich weiß, was hier... Doch, ja, ich weiß, was hier Sache ist, Leute. Warum kann der nicht auf die Schiffe schießen hier? Was ist das? Dieses Schiff schießt doch! Mensch, verdammt nochmal. Ja, geht doch. Ach du Heilige. Ja, gut, da muss ich dann ganz viele Schiffe nachbauen. Und der hat da oben was nachge... Dieser Penner, wirklich? Richthofen, komm mal her. Komm mal hier oben hin. Mach das Ding kaputt los. Was für ein Sportsmann. So, genau, dann würde ich sagen, weitere U-Boote bitte.
der macht hier echt alles im Arsch, ey. Oh Mann. Ja, die kommt nämlich fast durch. Ja, komm, schaffst du, Richthofen, komm. Locker. Ja, sehr schön, Richthofen. Zack, weg damit. Aha, der versucht immer hier noch mehr Nachschub hier oben hinzuschicken, ne? Schaut euch das an. Ja, der will hier oben absichern, der Sack. Und hier unten kommt er jetzt mit Bombern angeschissen. Egal, schaff's nicht. Oh Gott, doch, der kann schießen. Oh, verdammt, eklig. Gut, egal, wir haben einen Bürger hier. Das heißt, der kann die Dinger reparieren. Und dann danach das. Genau, Leute, wir können hier nämlich so Reihenfolgen können wir hier setzen. Ganz genau, Leute. Gut, dann würde ich sagen, brauche ich einfach nur U-Boote und Flaggschiffe, ne? Ja, U-Boote und Flaggschiffe, mehr brauchen wir nicht hier. So, wo ist mein lieber Richthofen? Uiuiui. Der ist außerhalb der Range. Mach mal hier die Range ein bisschen höher. Hallo? Du schießt doch mal alle hier rauf. Der kann hier einfach reinfahren. Was soll das denn, ey? Wirklich? Jetzt hat der Sack noch ein Schiff. Oh Mann. Ja, wie gesagt, Leute, die Mission, die kann sich hinziehen. Also wirklich. Richthofen? Wo bist du, Richthofen? Ja, komm, okay. Dann helf hier bei der Verteidigung von dem Ganzen. Ach, du Heilige! Der schießt meine Flaggs kaputt. Ist der blöd? Boah, was für ein Sack. Wirklich. Was für ein Sack. Boah. Das wird langsam krass, ja, muss ich sagen. Und der Vogel piepst rum, ja. Mach den doch mal endlich kaputt. Wie lange hält denn der aus? So, sehr gut. Gut, der hat nichts zu tun, dann kann der mal wieder die Flaggs nachbauen. Dieser Penner. Also wirklich. So, Richthofen, komm mal her. Du machst bitte diesen Bomber da kaputt. Oder verzieht der sich schon wieder oder was? Nee, der macht den kaputt. Sehr gut. Und hier drauf. So, Richthofen, du bist eine große Hilfe hier. Ach du Heilige, die kann man auch nicht kontrollieren, ne? Nee, das ist ja die Krux dabei. So. Alles klar, Leute. Würde ich sagen, brauche ich einfach mal weitere Schiffe hier. Beziehungsweise U-Boote, ganz genau, Leute. Einfach U-Boote und Flaggschiffe bauen. Weil die U-Boote, die sind echt... Die sind hilfreich, ja, muss ich sagen. Gut. So, Leute. Mach das kaputt. Los. Mach das etwas kaputt. Luftkampf. Wir haben gewonnen. Sehr schön. Alter, der hat wirklich... Der baut immer Schiffe nach hier. Das ist dreist, was der macht. So, was ist der Richthofen? Der Richthofen ist frisch. Gut, Richthofen hier oben hin und mal das hier oben kaputt machen. So. Los, Leute. Es kann sein, dass das nämlich doch die Mission war, die ich meinte, die so lange dauert. Ne? Also, es kann sein. So, mach die Kacke kaputt, los. Sehr gut. Und hier drauf, ganz genau, himmelwärts. Och, du Heilige, was ist das denn? Eine Fregatte Guthob. Okay. Och, du, ey, du Penner. Wirklich? Was war... Ah, Anti-U-Boot-Schiffe. Ich verstehe, Leute. Anti-U-Boot-Schiffe. Oh mein Gott. Alles klar, ja dann. Der hat ihn schon mal gut geschwächt. Die fahren hier oben hin, ne? Ich muss die südliche Route mal wieder ein bisschen... Ach du Scheiße. Wir werden angegriffen. So, dann mache ich die mal ein bisschen stärker. Gold und Eisen. Ja, wir haben doch Gold und Eisen. Und zwar genug. So, Sprit. Bisschen mehr Sprit. So. Die anderen sind auch alle abgesichert. So. Sehr gut. Da fliegt er wieder mit dem Bomber rum. Bomben verspendet. Ha!
und fast auf sich selber geschossen. Ja, sehr gut. So. Ich brauche weitere Flaggschiffe. So. Damit er mit seinen Scheißflugzeugen keine einzige Chance hat. So, Herr Richthofen, komm mal her. Du Sportsmann. Mach das Ding kaputt, los. Die Good Hope. Mach die kaputt. Zack, 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 zack. 342, ja. Ich glaube, den muss ich mal ein bisschen manuell steuern hier, ne? Ah, schade. Zwei Schuss haben gefehlt. Oh Mann, okay. Alles klar, ich nehme mal die U-Boote hier, Leute. Und still die mal hier oben ab. Los. Stell die Kack-U-Boote da oben ab, damit die Schiffe hier oben durchkommen können. Es sind erst 5 Transporter durchgekommen, oder was? Gut, ich habe jetzt genug Flaggschiffe. Ich kann weitere U-Boote bauen. Dann bau weitere U-Boote. So, U-Boot-Armee. Ja, das ist blöd. Das ist das Blöde, Leute. Die können wirklich auf U-Boote schießen, die Dinger. Fregatten, ja. Die sind nicht ohne, Leute. Alles klar, aber schafft ihr nicht. Sehr gut. Ach, der Jäger, der schießt da noch drauf. Alles klar. Ja, der schießt das Ding hier unten platt. Kriegsschiff Dreadnought. Der kann nichts machen. Haha, der kann nichts machen, Leute. Gegen meine U-Boote. Zack, weg damit. So, Leute. Dann würde ich sagen, lasse ich die U-Boote einfach mal hier oben stehen. So, dann baue ich jetzt neue U-Boote für hier unten einen Angriff. Oh, was ist das denn? Da ist noch ein U-Boot. Geil. Okay, Leute. Ach, wir haben Bevölkerung. Ah. Das Bevölkerungslimit, das habe ich ganz vergessen. Ja gut, okay, dann lass die nicht da oben stehen. Dann sammeln sich die U-Boote mal bitte hier in der Mitte. So, Leute. Gut, den Bomber, den kannst du platt machen. Sehr gut. Richthofen, du bist frisch. Sehr gut, dann schieß mal hier hinten drauf. Damit wir auch die Südroute erfolgreich haben hier. Los. Boah, Leute, dann nehme ich mir jetzt hier die Flaggschiffe mit. Und die U-Boote, die können sich aber mal reparieren. Die müssen sich reparieren, die U-Boote. So, Leute, den Bomber könnt ihr abschießen. Okay, gut, alles klar. Sehr schön. Das ist unglaublich. Die kommen... könnten ganz knapp entkommen, aber die sind zu langsam. Ja, das sieht irgendwie aus wie so eine Bananenboote. Ich weiß auch nicht. Na gut, egal. Oh Mensch, da kommt noch ein Schiff. Wie viele Schiffe der hat, ne? Das ist unglaublich. So, Richthofen, komm. Das Ziel ist hier, Leute. So, kaputt machen. Los. Mach die scheiß Fregatte kaputt. Oh mein Gott. So. Der will auf meine Flaggs. Der will auf meine Flaggs, ey, der Sack. So, alles klar. Ach du Scheiße. Was kommt denn da? Ja gut, dann schießt den kaputt. Los. Noch diesen Jäger hier kaputt machen. Ja, Leute, macht schon Spaß. Also, muss ich sagen. Das macht schon Spaß. Alles klar, die U-Boote sind sauber. Ihr macht mal... Ja. Okay, Leute. Die U-Boote, die schießen wir da oben drauf. Komm, Richthofen. So, U-Boote platt machen, los. So, ganz genau. Dann können wir jetzt mal loslegen. So. Nördliche Route ist abgesichert. Und hier unten ist noch... Na, hier unten ist noch nicht komplett, glaube ich, abgesichert, ne? Aber gut, Leute, ich glaube, wenn wir die 20 haben... Bringen sie einem... Ja, okay. Wir müssen noch das U-Boot dahin bringen. Gut, würde ich sagen. Wir haben Bevölkerungslimit, ich speichere das Ding mal. Unter Deutsche. Und, ja.
Leute, ich weiß nicht, geht es euch gut soweit? Die Hitzewelle ist ja jetzt nicht mehr so... Ja gut, die Hitzewelle ist bei meiner Aufnahme doch noch da. Aber ich meine halt, wenn ihr die Folge seht... Was schießt da schon wieder? Ach du Heilige, so. Wenn ihr die Folge seht, ist es schon kühler, glaube ich, geworden wieder. Aber hier ist es im Moment wirklich, ey, schon warm und ich habe mich jetzt schon am Donnerstag hier dran gesetzt, weil es halt noch nicht so warm ist, beziehungsweise am Dienstag war es, genau, am Dienstag war es. Dieser blöde Bomber da. Macht er kaputt, los. Zum Glück sind das zielsuchende Raketen, schaut euch das mal an. Was ist hier mit dem Zoom passiert? Naja, gut, egal, Leute. Gut. Das ist unglaublich, Leute. Unglaublich. Wirklich. Ah, da sind zwei Schiffe reingekommen. Das ist schon mal gut. Was für ein Sportsmann. Oh nein! U-Boote soll das machen. Los, kommt. Ja, lass den die verfolgen. Da kommen die U-Boote. Zack. So, weg damit. Weg mit dem Scheiß. Oh, oh. Cutscene, okay. Die Vorräte für die bevorstehende Offensive wurden erfolgreich geliefert. Und gerade rechtzeitig dazu. Abgefangene Nachrichten deuten darauf hin, dass der ehemalige Lord der Admiralität, Winston Churchill, auf den Einsatz einer neuen Waffe im Krieg drängt. Panzer. Anscheinend war Churchill in der falschen Abteilung der Streitkräfte. Oh, Panzer. Okay. Oh mein Gott. Och! Wir haben es schon geschafft. Ja, okay. Das war doch die Mission, wo ich dachte, dass man hier hin muss, aber... Ach, schaut euch das an. Wie hätten wir hier durchkommen sollen? Ja gut, das hätten wir vielleicht sogar geschafft, wenn wir noch zwei Angriffe gehabt hätten, aber... Gut, dann war das mit dem Spion tatsächlich optional. Aber ich glaube, der wollte uns einfach nur sagen, dass wir hier dieses Ding bauen sollten. Leuchtturm. Gut, Leute, wir haben die Mission. Das ist richtig gut. Alles klar, dann würde ich sagen, speichere ich das Ding nochmal unter Deutsche. Und dann können wir ja heute tatsächlich noch in die dritte Mission der deutschen Kampagne einsteigen. Würde ich sagen, gucken wir uns das mal an. Sehr gut, Leute. Alles klar, Übersicht verlassen. So, der Rote Baron, Mission 3. Alles klar, dann. Das Patt an der Westfront zieht sich endlos dahin. In der Schlacht von Verdun, die auf nur 10 Quadratkilometern schon 3 Monate dauert, sterben die Soldaten wie in keiner Schlacht zuvor. Fast 100.000 Mann sind bisher gefallen oder verwundet worden. Die Deutschen begannen die Offensive, um den Kampfgeist der Franzosen zu brechen. Aber diese Hoffnungen sind längst dahin. Jetzt hat das deutsche Oberkommando eine mögliche Schwäche entdeckt und sieht die Möglichkeit, neues Land zu erobern. Es kommt darauf an, 3 französische Festungen in der Region zu eliminieren. Veteranen und Flieger wie Manfred von Richthofen, von den Alliierten als der Rote Baron gefürchtet, wurden in das Gebiet entsandt. Ihre Befehle, die 3 Befestigungen um jeden Preis zu zerstören. Oh, Leute. Das ist die Mission, ich glaube, vor der mich so viele Leute gewarnt haben. 3-Fronten-Krieg. Oh mein Gott, das wird heftig. Aber gut, Leute. Die Franzosen haben 3 starke Festungen in diesem Sektor. Douaumont, Vaux und Sauville. Ja, ich spreche das scheiße aus, aber ist mir jetzt gerade egal. Zerstören Sie alles innerhalb der Festungsmauern. Okay, jetzt hört sich erstmal einfach an, aber schau dich das an, es sind 3 Fronten. Der Rote Baron muss überleben. Okay. Heute haben wir die Möglichkeit eines enormen Durchbruchs.
Die Alliierten sind in großer Zahl in den Schützengräben, aber das Oberkommando glaubt, mit einer Großoffensive können wir durchbrechen. Ich habe schwere Artillerieunterstützung angefordert. Wenn der Ballon über dem anvisierten Ziel ist, kann die Artillerie das Sperrfeuer beginnen. Unsere Artillerie hat nur Munition für einen Angriff. Daher muss das Ziel klug gewählt werden. Jasta 11 und ich sind als Unterstützung im kommenden Kampf hier. Kontrolle über den Luftraum. Hält den Feind in Schach. Sollten Sie Flieger in diesen Sektor entsenden. Es ist mir auch gelungen, eine Ladung gepanzerter Kampffahrzeuge zu bestellen. Tanks, sagen die Engländer dazu. Hoffentlich bekommen wir mindestens 10, mit etwas Glück noch mehr. Freiherr von Richthofen, Ihnen und Ihren Männern viel Glück für diese wichtige Mission. Ja, Leute, ich war gerade ein bisschen verwirrt wegen meinem Mikro, aber es war tatsächlich an, okay. Ja, Leute, das ist die Mission, vor der mir so viele Leute gewarnt haben. Mit 3 Kampffronten, oh mein Gott. Und wir haben Panzer. Ja, Leute, im Ersten Weltkrieg wurden die Panzer erfunden. Ja, das ist schon krass. Gut, Leute. Wir können ein paar Zivilisationspunkte verteilen. Würde ich sagen, mache ich mal auf Infanterie. Moment. Infanterie-Schwerkämpfer. Jetzt haben wir nämlich hier die Distanzangriffe. So. Bisschen mehr abziehen, bitte. Flugzeuge, Bomber. 2% Angriff und die Flugzeit, bitte. So, weil ich werde hier Bomber brauchen. Definitiv so. Diese Mission ist die heftige Mission, Leute. Die ist wirklich... Ja, diese Mission war das. Meine Flieger und ich können den Beobachterballon der Artillerie schützen, der für den Sieg so wichtig ist. Ist der Ballon über einer Festung, feuert unsere Artillerie eine verheerende Salve ab, sobald ein bestimmtes Gebäude in der Festung ausgewählt wurde. Okay, Artilleriebeobachterballon, der muss, glaube ich, überleben. Ne? Gut, Leute, wir haben hier Bürger. Kann ich ihnen helfen? Wie reden die denn, ey? So, gut. Nee, hier lasse ich mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen. Weil ich halt nicht weiß, ne? Können die Bunker bauen? Nö, die können Türme bauen. Ah, wir können Türme bauen. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Ich lasse die Spielgeschwindigkeit mal noch ein bisschen langsam hier. Weil, ja, ich weiß nicht. Also, ich erinnere mich an diese Mission, dass die echt schwer war. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, sammle ich die mal hier unten. Jawohl, ganz genau. Und, ach du Scheiße, schaut euch das an. Was haben wir denn hier alles, ey? Partisanen, Leute. Wir haben Granatenwerfer, okay. Mörsersoldaten, Heckenschützen. Heckenschützen, Leute. Einschuss und Infanterie ist weg. Da baue ich mal ein paar von. So, wir haben ein Atomzeitalter, brauchen wir nicht. Und wir haben die deutsche Infanterie und Ingenieure. Ah, die können, glaube ich, Bunker bauen. Stimmt, Leute. Wir brauchen hier, glaube ich, jede Menge Bunker und Verteidigungseinheiten. Oh mein Gott. Und hier sind die... Ah, Moment, nee. Bevor ich euch das zeige, muss ich ein paar mehr Einheiten hier produzieren. Wo haben wir denn hier noch die... Mittelalterhaus? Oh mein Gott. Okay. Wo haben wir hier noch ein paar Gebäude? So, wir haben hier das Zeug für die Artillerie. So, wir haben hier Pferde. So, wir haben hier Pferde. Die Einheiten, die sammeln sich mal alle da. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir bauen einfach hier. Zack, 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 zack. Und, nee, und Heckenschützen, bitte. Warum nicht? Oh, Nahrungsmittel. Okay, ich verstehe. Dann bauen wir eine Mühle, bitte. Ich brauche eine Mühle. Zack. Ganz genau, Leute. Und ja, dann rüsten wir uns mal für den Krieg hier. Oh mein Gott. Und hier, Leute. Wir haben Panzer. Wir haben einen Lastwagen. Was bringt denn der Lastwagen? Und wir haben hier einen A7V-Panzer, Leute. Der erste Panzer, der, glaube ich, jemals gebaut wurde. Im Ersten Weltkrieg. Ganz genau.
ein AP-Panzer. Das heißt, er ist sehr gut gegen Panzer. Okay, hier ist dieser Artilleriebeobachterballon. Und der Rote Baron muss einfach nur überleben. Okay, Leute. Dann kommt mal raus hier. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Albatrossjäger. Okay, 3 Stück. 4 Stück sogar. Und den Roten Baron. Geil. Manfred von Richthofen. Was für ein Sportsmann, ja. Ganz genau. Wir haben unseren Helden wieder dabei. Der kann man ein bisschen erkunden. Seht ihr das? Da ist nämlich ein Tassen, nämlich Bunker. Ganz genau. Der kann man ein bisschen erforschen hier für uns. Ach nein. Okay, das sind Flachs. Shit. Okay, Leute, egal. Wir wollen erstmal keinen Stress. Wir wollen erstmal nur ein bisschen erkunden. Was gibt's denn hier? Französische Städte. Französische Armee. Ah, nein, 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 nein. Okay, okay, okay. Raus da, raus da, raus da. Verdammt. Was verdammt, ey. Wirklich? So nix der schnell. Oh, da kommt schon ein Panzer. Seht ihr das? Da ist ein Panzer. Oh mein Gott. Gut, Richthofen, helf mal. Ah, schade, der hat keinen Sprit mehr. Ach, du Heilige. Ja gut, egal, da sind Flachs, Leute. So, ihr alle schießt mal auf den Panzer, bitte. Ach du Scheiße, da seht ihr das mal. Die Infanterie, die hat keine Chance gegen die Panzer. Ach, dann zieh den rein, los. Zieh den Panzer rein und auch das Flugzeug. Oh mein Gott. Shit, Leute. Ja gut, egal. Die Türme, die müssen auf die Panzer schießen. Ganz genau. So, mach diesen Panzer weg. Oh mein Gott. So, boah. Nicht schlecht. Auf keinen Fall. Nicht schlecht, Leute. So, wo schießen die drauf? Ach, auf meine Jäger hier, ne? Ah, Leute, das ist... Boah, ey. Wirklich. Das ist doch bescheuert. Ey, nicht auf dem Ballon. Nicht auf dem Ballon, Leute. Der darf nämlich nicht kaputt gehen, glaube ich. So, heil dich bitte. Och, du Heilige, ey. Wirklich? Gut, ich brauche einfach Jäger. Jägerbomber. Jäger hier, komm. Boah, nerven die. Die Flugzeuge nerven aber richtig, Leute. So, französische Flieger. Alles klar. Ich muss weitere Panzer bauen hier. Genau, Leute, wir bauen jetzt einfach mal ein paar Panzer. Guck mal, eine Conker-Style hier. So, wir haben PA-Geschütz-Artillerie. Sehr gut. Die sind, ja, Pferde. Brauchen wir noch Pferde? Ja, komm. So, wir bauen noch mal ein paar Pferde. Und meine Frosse, ey. Die nerven richtig gerade. So. Moment mal, aber ich glaube, wir haben doch hier... Moment. Ingenieur. So, wir können hier Bunker bauen, Leute. 150 Steine, alles klar. Gut, wir werden hier wieder angegriffen. Ich brauche noch Bürger, Leute. Ach du Scheiße. Auch noch Bürger? Ich kriege hier voll auf den Sack gerade von den französischen Fliegern. Mach den kaputt, Mann. So. Sind das Jägerbomber oder was ist das? Das sind nur Jäger. Okay. Okay. Gut, Bürger, bau mal ein paar Flachs auf hier, los. Das. Wer hat da gerade geschrien? Und warum kann ich keine Flachs bauen? Och nö. Leute, F. Nee, was war's? Keine Ahnung. H. Nee, keine Ahnung. Shit, ich kann keine Flachs aufbauen, Mann. Oh. Mensch, Flieger, hört doch mal auf. Macht das so viel Spaß. Scheint wohl so, wa? Gut, Leute, ich baue mehr Panzer. Mehr Panzer, so. Alles klar, dann würde ich mal sagen, ziehen wir die mal hier unten hin. So, und hier sammelt sich unser Hauptangriff. Darf ich behilflich sein? Wie, nicht genug Ressourcen?
Ach, Nahrungsmittel. Ja, ja, okay. Alles klar. Gut. Wir werden angegriffen. Oh, denn jetzt schon wieder? Ein Panzer! Oh mein Gott. Ein Panzer, okay. Ja, dann mach die weg. Komm. Ach du Scheiße. Schaut euch die an, ey. MKV-Panzer. Krass, Leute. Wir haben jetzt echt Panzerschlachten hier. So. Weg damit. Ich brauche ein Krankenhaus. Bürger? Habe ich keinen einzigen Bürger mehr? Nö. Ja gut, dann... Dann kommt. Dann... Ich hätte hier oben nicht hinfliegen dürfen. Verdammt. Okay, egal, Leute. Ich speichere das Ding mal. Und ja, Leute, da ich sehe, dass die Zeit gerade schon wieder überschritten ist. Wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.